Auch gut. Dachtschiff. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Links. Ah. Ich fahre einfach mal links dahin, ne? Du überholst mich dann eh. Ja, mein, ich wollte gerade ein, ich habe mich über ein Gefühl, ein Schlachtschiff zu nehmen. Oh. Ich habe noch Torpedos. Mein Gott, ich bin vergessen. Welche Reichweite haben deine Torpedos? Was ist das? Meter. Oh, eine Miyagi. Sieht nach Schlachtschiff aus, ja. Doppelt so viel Leben wie ich. Oder gut, nicht ganz so viel, aber. Bereite dich schon mal auf, darauf vor, ein Ausweichmanöver vollführen. Nee, ist doch ein Schlachtschiff, oder? Och. Hm, die ist 13 kannst Kilometer weit weg, sieht so klein aus. Kolberg. Ach, ne, Kolberg. Kannst du ja schon unter Beschuss nehmen, bevor hier unsere, bevor die in Feuerreichweite kommen, dass du selber schießen kann, kannst du noch mal ein paar draufsetzen. Bei Kolberg kann ich noch nicht drauf schießen. Nee, fahr lieber weiter links, also Hartbrand. Kommst du zu sehr in die Mitte, sonst bist du gleich in. Gut, dann fahr ich dort. Genau, an der Insel vorbei. Ich hab mich sogar getroffen. Dann, hast du ein Bio. Scheiße, die St. Louis, bitte ramm mich jetzt nicht, bitte da. Nehm ein bisschen Tempo raus. Nein, ich muss Gas geben, weil sonst ist das kein perfekt. Oh Scheiße, das sind zu viele Gegner. Dreh dich nach links, Witz, wir hauen ab. Schon. Ich kann ja nicht alles alleine machen hier. Wenn du rückwärts zurückfährst, immer schön die Schlangenlinien fahren. Dann kann ich nämlich das Schlachtschiff auch nicht so gut treffen. Weiter vorhalten. Schlachtschiff wird im Moment ziemlich aufbauen. Wenden. Wollen die doch kommen? Los, da wird die St. Louis erstmal geschrottet. Machen hier quasi das panische Manöver in Schiffform. Gehen die ganze Zeit und die kommen immer leicht nach. Aber wieso treffe ich jetzt nicht mehr? Ja, weil die ein bisschen weiter weg ist. Und ein Zieltreffer war. Wow. Wo schießt du auf mich? Ey, die schießt. Doch, die schießt auf dich. Dreh ab. Warten, bis unsere Dickschiffe da sind. Ach du Witzbold, wir sind ganz woanders. Alles anfordern. Ja, ihr könnt euch nicht einfach verstecken da. Am besten, guck mal, die hängen alle hinter einer Insel, ne? Alle drei Schlachtschiffe. Super. Na gut, ist nur die South Carolina, die kann nicht helfen. Ja, soll aber das Feuer auf sich lenken. Ist die hält weniger aus als ich, man. Kann sie aber reparieren. Na gut. Hat breitere Bordwände. Das heißt, Treffer sind nicht so extrem, wenn die nicht. Ja, einer aus unserem Team ist leicht lebensmüde. Oh. Ach, der Zerstörer. Der Isokaus und der Koleslavs. Ja, der versucht jetzt da seine Torpedos loszulassen gleich. Muss so fahren. Wir eigentlich ein bisschen hinterherrücken, denn die Kreuzer und Zerstörer haben keine, die Kreuzer und die Schlachtschiffe haben keine Lust mehr eben, alle.
ja Schlachtschiff, ich bin ein Kreuzer. Nee. Er versucht auf mich zu schießen. Ach, ja. Ja, da fahren sie schon weg, die haben schon keine Lust mehr. Recht so. Our team has taken the lead. Ja, zur Not drehen wir halt wieder ab, wenn der da kommt eine Karlsruhe, die Karlsruhe. Papierpanzerung. Komm, schnapp sie dir. Also ist langsamer, da wendig, hält weniger aus. Da ist ein Zerstörer, ich weiß nicht, ob ich das ist gut, der Zerstörer könnte sich jetzt ranpirschen. Geht irgendwann auf den Zerstörer dann. Our team has taken the lead. Lässt nämlich jetzt gerade Torpedos auf die Karlsruhe ab. Nein, ich meine, den kriegt man schon Zerstörer noch. So. Oh ja, den habe ich erwischt. Pass auf! Dreh ab, und du bleibst am Kartenrand hängen. Ja. Macht gerade den Zerstörer. Ja, yeah, da. Oh, meine Torpedos sind, glaube ich, einsatz. Ah, ne, ein Vesla. Und der hat wirklich alles kaputt, was man kaputt haben kann. Aber das ist ein Kill. Ich werde ihn jetzt mal abhalten, da lang zu fahren. Ach, Torpedos. Ich werde jetzt nach oben fahren, weil er klar Torpedos sieht. Es geht halt endlich runter, du Arschheit, das sehe ich nicht mehr. Klar, verschwindet einfach mal so ein Schiff. Ja, ich versuche ihn auch zu decken. Halt. Hier ist etwas zu hoch. Das ist das der Schlachtschiff. Ne, ich treffe. Was ist das Schlachtschiff? Das ist eine Kolbenberg. Oh, wie schön. Da bist du, pass auf, du fährst gegen den Pinsel. Wo schon wir? Ah, jetzt sind wir nicht schlimm. Nein, jetzt, wo ich treffen kann. Shit. Muss es wie erstmal rückwärts gehen, wer rausfahren. Einmal Insel gefahren, schwierig. Ich fahre nicht dagegen, nur. Scheiße, jetzt ist er aus der Reichweite. 1000 Leben müssen noch hinkommen. Scheiße. Komm's wohl, zurück auf die Siegestraße. Ja klar, jetzt wird er noch von anderen beschossen, jetzt krieg ich den Kill nicht. Mein Gott. Jetzt bin ich beim Boss Wander, also. Alles auf die Kills, ich hab auch keinen. Ja, und? Auch keinen. Das hat man ein tolles Gefühl, wenn man Kills macht. Killfetischist. So, den hole ich mir jetzt aber. Ja, der ist noch da.
Volle Kraft voraus. Mit 22 Knoten. Ich soll Skalada den holen, wenn sie doof ist. Ich bin schneller. Nein! Na klar, es kommen noch irgendwelche Torpedos da. Ich sehe sie. Das war sau knapp. Hab ich Torpedos getroffen? Nee, sau knapp, aber kommt doch nicht. Ich habe aber echt lang keinen Zitadellentreffer gemacht. Auch nicht, da muss auch Panzerbrechen wechseln. Nö, ich hab's auch schon mal mit HE geschafft. Echt? Weil ich habe noch nie mit Panzerbrechen geschossen. Da ist der Flugzeugträger dahin. Nein, der scheiß Torpedos wird mich nicht treffen. Schiff geschossen. Machst du eh nur noch die letzten zwei Gegner möglich, komm. Boah. Nein! Was? Dann auf den Flugzeugträger. Außer so lange das Captain noch nicht. Bastard wollte mich gerade umbringen. Der schön große Flugzeugträger. Ja, wenn der brennt, kann ich mich nichts mehr abheben. Bin zurück. Das ist schon groß, egal wo man hinschießt, man trifft irgendwie. Ja eben, siehst du, deswegen. Oh scheiße, da kommt ein Flugzeug auf mich zu. Ah, Glück gehabt. Ja, wollte die Torpedos wahrscheinlich abwerfen. So, 103 Zieltreffer, ein Ausfall, dreimal in den Brand gesteckt, kann man lassen. Ja. Ach, du bist ja sogar besser als ich. Das gibt's ja nicht. 1,5. Eigentlich schon gelevelt haben. Ja, guck mal, die Flugzeugträger, die nur Jäger mitnehmen, das merkt man nicht. 23 ja. Flugzeuge. Ja, wenn du keine Jäger mitnimmst, hast du ein Problem. Also, eigentlich vielleicht riskant. Blöd eigentlich. Ja,